Also woher weißt du denn, dass das Tier nicht sterben will? Ja, woher weiß ich, dass deine Mutter nicht sterben will? Okay. Ihr habt richtig gehört. Ich habe mich mit dieser bezaubernden jungen Dame getroffen. Würde ich eigentlich gut verstehen, aber du lässt Tiere abstechen. Um Streitigkeiten zu klären und um Raffaele an ihre körperliche Grenzen zu bringen. Und da ist mir jetzt mal fühlt, wie wichtig es ist, gemeinsam zu halten. Um gemeinsam miteinander zu leben. Aber erzähl mir nichts von gemeinsam. Wird der nächste Schritt immer gemeinsam gemacht. Wir lassen keinen Soldaten zurück. Wait a minute. Außer er ist ein nichtmenschliches Tier, dann essen wir ihn. Aber sieht selbst und schaut, ob ich die Raffaela beim Bankdrücken beeindrucken kann. Ich habe nicht mal Sportschuhe mit, wie gesagt. Alles sehr spontan hier. Wir machen heute so ein kurzes Workout. Nein. Grüß dich nicht, ich will dich schwitzen sehen. Du bist der Freund von Raffaela? Freund, ja. Also der Freund oder ein Freund? Ein Freund. Genau. Und du trainierst heute mit uns? Ja, ich trainiere mit euch. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Ich bin gespannt, was die Maschine kann. Tobi, achla Tobi, komm hier. Ah, komm Tobi, einmal hier. Bist du oft im Fitnessstudio? Nein, ich war früher so ein bisschen ein Gym-Bunny, aber mittlerweile mache ich nur noch Home-Workouts, weil ich mir denke, auf dem Weg, wo ich ins Fitnessstudio fahre, so 20, 30 Minuten, kann ich zu Hause alles fertig machen. Und ja, das mache ich im Moment und es funktioniert, glaube ich, ganz gut. Was sagst du dazu, dass gerade in der Umkleide schon eine Diskussion losgetreten ist? Ich habe ein bisschen gelauscht und ich habe schon ein, zwei Sachen gehört, wo ich mir an die Stirn fassen musste. Woher weißt du denn, dass das Tier nicht sterben will? Ja, woher weiß ich, dass deine Mutter nicht sterben will? Ist dazu die einzige adäquate Reaktion. Sie schreit, sie zittert, sie hat ein Nervensystem. Ruhig, komm, wir regen uns erstmal beim Gym ab, weil ich merke schon. Was machst du, um deiner Wut ein Ventil zu schaffen? Ich diskutiere leidenschaftlich gerne und dann werde ich wütender und dann diskutiere ich mehr und das mache ich seit 3 Jahren. Ja, gibt es auch sowas, gibt es auch so eine Möglichkeit für dich, deine Wut loszuwerden? Hast du irgendwie so ein Wutkissen oder sowas? Sex. Aber wenn Sex dein Ausgleich ist, warum hast du dich dann entschieden, Sex auch mehr oder weniger zu deinem Beruf zu machen? Hä? Dann kann ich auch gleich Geld damit machen. Komm, wir pumpen. Löwe ist er auf jeden Fall. Weil die Löwen essen ja auch Gazellen. Deswegen ist Charo Döner. Du weißt, was der Unterschied zwischen Löwe und Gorilla ist? Der eine isst, wie gesagt, 98% Pflanzen und der andere nicht. Der andere Unterschied, der eine tanzt im Zirkus und der andere nicht. Komm, aber warum tanzt er im Zirkus? Nicht wegen mir, weil ich bin vegan und Tiere für den Zirkus zu versklaven ist nicht ethisch. Du stellst Farid Bang mit deinen Beinen in den Schatten. Meine Beinen? 100%. Willst du mir damit sagen, dass ich fette Beine habe? Du hast auf jeden Fall dickere Beine wie Farid. Oha. Ja. Mein früheres Ich hätte ich einen Schlaf. Aber weißt du, was die meisten Frauen, die halt ins Fitnessstudio gehen und halt schlank sind, so wie ich, die haben dann halt gemachte Brüste. Weil wenn du schlank bist und kein Körperfett hast, woher sollen die denn kommen? Und gemachte Lippen. Ja, Mr. Plastik. Okay, was machen wir jetzt? Ja, wir brauchen eine Matte. Ich würde gerne zuerst joggen, weil ich will dich richtig schwitzen sehen. Ich will dich zuerst schwitzen sehen. Kann man nicht Crosstrainer machen oder läuft also doch alles so nach der Oder Treppen. Nein, läuft doch. Ja, ich frag doch ganz nett. Also normalerweise würde ich 3 Kilometer laufen. Ich glaube, das schaffst du aber nicht. Da sind die Herzarterien schon zu sehr mit Cholesterin verkalkt. Wir können 1 Kilometer Laufband machen und dann komm, wir machen, was du willst. Wie schätzt du Charos Chancen ein, heute dein Training zu absolvieren? Ich glaube, Charo wird nicht vor der Kamera zugeben, dass es ihn anstrengt. Weil man müsste ja zugeben, dass all die Muskeln nur aus Stoff bestehen. Ja, die Raffaela legt direkt los. Wie eine Gazelle auf dem Laufband. Wie eine Gazelle. Warte mal kurz, wenn ich die Gazelle bin und du der Löwe, dann habe ich ein Problem. Dann musst du rennen jetzt. Ja. Die will mich heute schwitzen sehen. Ja. Ich bin gespannt, wer gleich am Ende noch schwitzt und wer nicht. Wer alle 4 gleich hochläuft und wer nicht. Wir machen dann Planken, bis einer heult. Tiere sind fühlende Personen, die es nicht verdient haben, versklavt zu werden. Wie viel Milligramm spritzt du dir so? Wie kommst du jetzt da drauf? Ich dachte, vielleicht habe ich nicht. Wäre wichtig. Ich haue mir jeden zweiten Tag 500 Gramm Stierhoden rein. Und jeden zweiten Tag Hühnerherzen. Hoden essen. Wie fändest du das? Nein, wirklich nicht. Aber stell dir mal vor, jemand schnappt dich, bringt dich zum Schlachthof und schneidet deine Hoden ab, um sie zu essen. Hab ich Pech gehabt, dann bin ich ein Eunuche. Aber es wäre nicht okay. Ja, bin ich Eunuche, ja. Aber es wäre nicht okay. Ist aber manchmal so. Es gibt immer einer, der stärker ist.
Ja, aber nur weil ich stärker bin als du, kann ich dir nicht wehtun. Ich habe dann eine Verantwortung, dich zu beschützen. Darum geht's doch. Was bringt euch all die Stärke, die ihr im Gym gewinnt, wenn ihr damit die Schwächeren unterdrückt, statt sie zu verteidigen? Darum geht's doch. Das Tolle an Superman ist nicht, dass er stärker ist als alle, sondern dass er seine Stärke für was Gutes verwendet. Glaubst du, dass man grundsätzlich, wenn man Fleisch isst oder auch Tierprodukte, kein guter Mensch sein kann? Also, wenn man sich dessen bewusst ist, dass für die Produkte, die man konsumiert, Tiere zitternd am Schlachthof stehen, ihre Familie und ihre Freiheit verlieren und ein Messer in die Kehle gestochen bekommen, dann kann man doch kein guter Mensch sein, wenn man stattdessen einfach etwas Friedliches essen könnte. Würdest du sagen, dass du ein guter Mensch bist? Ich bin ein guter Mensch. Natürlich habe ich auch meine Ecken und Kanten, gar keine Frage, wie jeder andere Mensch auch. Aber ich denke, ich bin ein guter Mensch, ja. Wie definierst du das Dasein eines guten Menschen? Gut für die Mitmenschen da sein. Ja, auf seine Mitmenschen achten, nicht auf die draufschreien. Was, du bist so cool, du machst mich so feucht. Das ist so geil für dich. Ja, Schlachthäuser bauen, mehr Gewalt an Tieren, unterdrückt die Schwächeren. Ja, ich bin so Mensch. Ich bin. Wolli, so, heute Abend wieder abschlachten und das Tier verachten und abschlachten. Ja, Wahnsinn. Geballte Männlichkeit. Charo von Beast Kitchen und seinem Kameramann. Die haben vor einem Jahr eins meiner ersten viralen Debatten geführt auf seinem Kanal. Solange man noch Krieg mit Tieren führt. Alles klar. Ich bin soweit. Also ich mache mein Workout, er wollte ja einfach mein Workout machen mit so einer Handy-App. Das heißt einfach nur Workout for Women. Und ich habe einfach das erste damals im App Store genommen. Weil ich glaube, man kann mit jedem Workout-Programm, solange es halt deine Muskeln anreizt, Ziele erreichen und sich fit halten, solange man es halt diszipliniert durchzieht. Und wir ziehen es heute diszipliniert weiter durch. Mit deinem Background als Fitnesstrainer, würdest du das so unterstreichen? Ich schaue es mir erstmal an. Also, Aufwärmprogramm war schon mal gut. Ja, und was jetzt vorsteht, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ich habe auch was vorbereitet für Raffaela. Das ist wirklich ein schöner Bauch, Beine, Po. Trainingsübung optimal jetzt so für OnlyFans. Zeig mal Bauch, ob wir den Bauch wollen. Ja, den Bauch wollen wir. Ah, ich sag doch auf einmal, ich gefällt mir. Ja, ich hätte auch gern so viele Haare hier. Ja, ich hab noch mehr, ich hab noch auf den Rücken. Soll ja? Ich zeigen? Nein, klar. Ich kann verzichten. Ich glaube, das ist hier das Erregung öffnet. Ja, du liebst auch Tiere, ja? Soll ich die nicht wegrasieren, Schaden? Ja. Steh dazu. Ich habe gerade überlegt, weil du gesagt hast, dass du Gelenkprobleme hast. Wenn was dafür nicht geht, dann machen wir gerne was anderes. Weil ich will nicht an den Gelenken wehtun. Ja, alles gut. Ja. Du tust mir schon selig genug weh. Es kann nichts mehr kommen. Also, es kann nicht schlimmer werden. Alles gut. Er steht am Schlachthof, der arme Charo. Es tut mir so leid. Ja, also wir fangen mit Hampelmännern an. Haben wir nur eine Matte? Sonst machen wir beide ohne Matte. Ich hab mir doch mal eine. Genug, Raffaela. Du bist doch bei mir. Ich bin ein guter Gastgeber. Gentleman. Also wenn das zu sehr auf die Gelenke geht, dann sagst du Bescheid. Nein, das kriege ich auch hin, Raffaela. 30 Sekunden. In die Knie. In die Knie. Er sieht süß aus, wenn er hüpft. Ich habe auch mal Zumba-Kurse gegeben. Ja, mit der Hüfte und so kannst du tanzen und alles. Sehr gut. Zumba, Salsa, was du willst, Flamenco. Kann ich dir beibringen, wenn du willst. Raffaela, ja? Mit diesem Trainingsprogramm wird das nichts. Darf ich dir was anderes zeigen? Die Kräfte wirst du für gleich brauchen, glaub mir. Du wirst alle vier hoch machen. Ja, wir machen so. 1, 2, 3, 4. Dann machen wir 4 Ausfallschritte nach hinten. Ja? Auch wieder mit Drehung. 1, 2, 3, 4. Direkt danach 4 seitliche Ausfallschritte. Boom. Ja? Direkt danach 4-mal hochspringen. Wenn wir fertig sind, geht weiter zur kurze Pause. Und dann machen wir ganze 8-mal. Wenn wir 8 gemacht haben, nochmal kurze Pause, dann machen wir 12. Und dann von 12, 8, 4 runter. 10 Minuten. Ja, genau. Okay. Okay? Let's go. 4. Komm. 5. Komm, Raffaela. 6. 4 seitliche Ausfallschritte. Wir gehen nach links rüber. Komm. 1. Komm. 2. 4. 5. 6. 7. 8. So. Ist das ein Training, was du dir auch zu Hause vorstellen könntest? Ja, das kann ich schon nachmachen. Ist gut, ich brauche immer wieder was anderes. Das Programm findet ihr bei Raffaela. Schaut bei ihr vorbei auf OnlyFans, da macht sie das bestimmt auch gerne mal vor. Ich habe Nackt-Workouts auf OnlyFans. Ja. Ja. Was hast du? Nackt-Workouts. Nackt-Workouts auf OnlyFans? Ja. Warum hast du dich dazu entschieden, noch ein Gewicht zusätzlich zu nehmen? Mal gucken, ob es wehtut.
12 Ausfallschritte nach links zur Seite. Komm. Hopp. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 10. 11. 12. Was sagst du generell zur Ausführung von Raffaella? Ist ausbaufähig. Aber ich habe ja gerade ihr Programm gesehen. Ich halte nicht viel davon, weil das meiner Meinung nach nicht intensiv genug ist. Ich hoffe, dieses Programm gefällt dir. Sie setzt das um und dann wird sie auch schnell Erfolge sehen. Boah, jetzt brennt es bei mir auf. Ja, 12. Sehr schön. Komm! Komm, Raffaella. 2. 3. Konzentrieren. 12 mal springen. Komm, Tobi. Warte. Ich bin kein Tier am Schlachthof. Ich bin kein Tier am Schlachthof. Ich hab's gut. Oh. Und damit du jetzt mal fühlst, wie wichtig es ist, gemeinsam zu halten und gemeinsam miteinander zu leben, erzähl mir nichts von gemeinsam. Wird der nächste Schritt immer gemeinsam gemacht. Wir lassen keinen Soldaten zurück. Außer er ist ein nichtmenschliches Tier, dann essen wir ihn. Wir machen immer nur den nächsten Step, wenn alle fertig sind. 1. Zurück. Hallo, zusammen. Warte. Immer zusammen. Ruhig. 7. 8. 8 nach hinten. Komm, Tobi, konzentrier dich. Ich hab 9 gemacht, sorry. Ja, sehe ich. 1. Hättest du ein Stück Beef gegessen, wäre es dir nicht passiert. 4. Ja. Gut gemacht, Tobi. Es ist ungewohnt. Alles gut, es ist ein echt gutes Workout. Also man muss es ihm lassen, das war gut. Weg mit der Kamera, was soll das? Ich würde es ja sehr interessant finden. Bitte. Wenn Raffaella auch mal Bankdrücken macht, ne? Genau, wenn ihr euch beide mal auf der Bank trifft, oder? Und da kann hier Tobi auch. Also, er repräsentiert dann die männlichen Veganer. Ja. Ich nichts Bankdrücken, ich diskutieren. Aber du drückst auch mal ein bisschen, ein paar Kilos, oder? Eigentlich nur Eigengewicht. An der Stange, dann einfach nur mit der Stange. Ich kann nur Pole dancen an der Stange. Ja, immerhin ist sie ehrlich, die Dame, ne? Es ist so schade. Die meisten Leute, mit denen ich diskutiere, würde ich mich persönlich eigentlich gut verstehen, aber du lässt Tiere abstechen. Ja, komm. Dir zuliebe gebe ich mir jetzt auch weg. Dir und den Tobi zuliebe mache ich jetzt auch vegan. Heute gibt es für dich veganen Shake? Heute gibt es einen veganen Shake. Hat sie geschafft. Lisa, aber ist so, man muss sich entgegenkommen. Für welchen Shake hast du dich entschieden? Ja. Designer Vegan Protein Cinnamon. Mit vollwertigen EAAs. 3, komm. Fühlt sich irgendwie schief an? Ja, du hast die Körperspannung jetzt. Wie viel Kilo wiegst du, Raffaella, wenn ich glaube, so 55. Ja? Ja. Ah, meine Pheromone hat sie heute angehalten. Ja. Ha? War das dein erstes Mal an der Stange? Das war mein erstes Mal an dieser Stange, ja. Ja. Wolltest du dich hier einmal draufsetzen? Ich pumpe dich. Schade, dass es geschieht. Nein, hier, Tobi hält dich. Oh, halt mal ein bisschen hier die Gazelle fest. Sie. Raffaella. Nee, schade, das ist pervers. Ja? Pervers? Okay, alles klar, lass mal bitte. Das lassen wir besser. Jetzt komm, willst du dich hochsetzen? Setz dich drauf. Ja? Ja, setz dich drauf. Sicher? Setz dich drauf. Okay. Oha. Nein, danke für dich. Nee, aber. Ich ah! Alles klar? Ja, ich weiß nicht irgendwie. Ah, ich kann nicht hin. Ja, ja. Was ist Raffaella? Komm, du zur Rechten, du zur Linken, drückst du auch noch, hol da die ganzen Veganer auch noch mit. Das war? Ja, denkt ihr jetzt nichts hinter, so da ist kein Bums hinter oder so. Ja, aber so kam das so am Anfang des Videos rüber, so, 3 Kilometer, die wirst du nicht schaffen, keine Puste. Dass du kein Ausdauersportler bist, das ist ja offensichtlich. Aber es geht ja nicht nur um Stärke. So, es ging mir einfach hier um das Video, einfach nur zu zeigen, wie viel Power Raffaella hat, wie viel Power in mir drin steckt. Es gibt auch viele Gemeinsamkeiten und gerade beim Sport, merkst du auch, hast du, glaube ich, so wenig gemerkt, der Zusammenhalt. Ja. Weißt du? Und dieser Zusammenhalt, den du beim Sport lernst, den kannst du auch gut auf die Straße übertragen. Das ist mir wichtig. Und alles Weitere, kurz schon mal zum nächsten Video auf Beast Kitchen. Wahre Stärke kommt von innen und euch bringen die größten Muskeln nichts, wenn sie aus Leichenbergen bestehen. Schön, dass du da warst. Hast dich tapfer geschlagen. Du auch, Tobi. Ja, hörst du auf dich. Gib mir noch mal 5 Minuten. Thank you.